7 Tipps zum Umgang mit Schlüsseldiensten. Preisvergleich, Festpreis, Details sind wichtig, klare Vereinbarungen, Zuschläge beachten, Zahlung und Nötigung. Das meiste können wir streichen, gehen wir gar nicht drauf ein. Preisvergleich brauchen wir nicht. Die unverbindliche Preisempfehlung tagsüber, behaltet euch das im Kopf, liegt irgendwo um die 120 Euro. Wenn ihr jetzt 80 Euro zahlt, wenn ihr jetzt 90 Euro zahlt, von mir aus, wenn ihr 150 Euro zahlt, absolut in Ordnung, solange es auch der Preis ist. Weil blöd ist es ja nur, wenn ihr den vermeintlich billigsten anruft, der euch sagt am Telefon 40 Euro oder sonst irgendwas, und dann steht ihr da eben da mit der 700, 800, weiß nicht, 500 Euro Rechnung oder sonst irgendwas. Na, wie gesagt, die unverbindliche Preisempfehlung, die ist ja nur für das da, wenn wirklich die reinst einfachste Türöffnung, ohne dass irgendwas gebraucht wird oder sonst irgendwas. Na, Festpreis, Details und die klare Vereinbarung. Drei Punkte, die sich in sich widersprechen, gehen wir jetzt nicht drauf weiter ein. Wie gesagt, Festpreis, das ist schwierig. Ihr habt wirklich das Recht dazu, jetzt wenn es am Telefon geheißen hat, 80 oder 120 Euro, habt ihr das Recht dazu. Angenommen, ihr seid jetzt auf einen Abzocker reingefallen, der hat euch 40, 60, was auch immer Euro gesagt am Telefon, möchte dann auf einmal 700 Euro, dann seid ihr gesetzlich wirklich nur dazu verpflichtet, den am Telefon genannten Festpreis erstmal zu zahlen, in bar zu zahlen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dann 80 Euro, dass er euch genannt hat am Telefon, die zahlt ihr. Und mehr müsst ihr in dem Moment nicht zahlen, sondern könnt wirklich auf eine Rechnung bestehen und das dann im Nachgang in Aussicht zu stellen, dass ihr das zahlt. Macht ihr dann natürlich nicht, aber rein rechtlich gesehen ist nur das zu zahlen, was am Telefon genannt worden ist. Das ist das Angebot, das ihr angenommen habt, was dem Vertrag entspricht und fertig, auch wenn es nur ein telefonischer ist. Aber es geht halt nicht anders im Schlüsselnotdienst. Details sind wichtig und die klare Vereinbarung ist zum Festpreis oder in sich auch ein totaler Widerspruch. Die Details an sich könnt ihr selten nennen an der Tür und die klare Vereinbarung, die kann gar nicht gehalten werden, weil es wirklich so ist. Die wenigsten von euch wissen, was ihr für eine Wohnungstür oder was ihr für eine Haustür habt. Ihr könnt euer Problem halbwegs erklären vielleicht am Telefon. Wie gesagt, hat man jetzt den Klassiker, dass einfach nur die Tür zugefallen ist. Gut, dann hat man zumindest schon mal keinen mechanischen Defekt. Aber man kann auch am Telefon noch bei weitem nicht abschätzen, was wird wirklich benötigt, um die Tür, auch wenn es zerstörungsfrei ist, also ohne Bohren, ohne Fräsen, wirklich benötigt wird. Ja, also es widerspricht sich, sind Punkte, auf die gehen wir gar nicht weiter ein. Zuschläge braucht ihr nicht zu beachten, weil Festpreis. Na, wenn ich, egal ob ihr nachmittags um 4 anruft, in der Nacht um 11:30 oder sonst irgendwas, Zuschläge interessieren euch in dem Bereich nicht, weil ihr am Telefon Festpreis kriegt. Und den Preis, der genannt wird am Telefon, ihr seid in der Regel ein Endkunde, das immer inklusive Mehrwertsteuer, das immer inklusive, wenn er den Ernten fällt, der Nachtzuschlag. Na, da kann er nicht sagen, klar, kostet nur 40 Euro, aber wir haben ja in der Nacht, also kommt noch so und so viel drauf und kommt noch die Mehrwertsteuer drauf und kommt noch das drauf. Nein. Also können wir weglassen. Also bleiben noch Zahlung und Nötigung. Zwei ganz wichtige Sachen. Die Zahlung, prüfen Sie die Rechnung, die der Schlüsseldienst Ihnen stellt, ganz genau. Posten, die so nicht besprochen waren oder die Sie nicht wünschen, dürfen Sie streichen. Wichtig, niemand kann Sie zwingen, nicht vereinbarte Regelungen zu akzeptieren. Zahlen Sie nur, wenn eine detaillierte Rechnung vorliegt und diese der Vereinbarung entspricht, raten die Verbraucherschützer. Außerdem müssen Sie nicht bar zahlen. Sie können auf eine Rechnung bestehen. Fahren Sie auf gar keinen Fall mit dem Monteur zum Geldautomaten. Prüfen Sie die Rechnung, die der Schlüsseldienst Ihnen stellt, ganz genau. Die Arbeit ist gemacht, soweit richtig. In der Regel gibt es aber vor Ort, da beißt sich so ein bisschen die Auffassung vom Verbraucherschutz und natürlich die gesetzlichen Vorgaben, was wir als Gewerbetreibenden haben. In der Regel kriegst du vor Ort selten eine Rechnung, sondern einen schriftlichen Auftrag. So, und da gilt es aber genauso wie bei der Rechnung auch, dass man die Posten kontrolliert, vor allem nicht vorher unterschreibt. Unterschreibt niemals ein Blanko, macht man nicht, weil dann kann ich euch reinschreiben, was ich möchte. Oder so ist auch die Masche mit den teuren. Niemals am Anfang irgendein Blanko unterschreiben. Macht es nicht. So, die Arbeit ist gemacht. Dann könnt ihr drüber reden, über die Posten und pipapo. Dann ist aber wieder das Nächste. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zum Lachen anfange. Das alles, eine Türöffnung, Posten durchgehen, Rechnung durchgehen, noch über irgendwelche einzelne Positionen vielleicht diskutieren, niemals in 15 Minuten machbar. Na, haltet die 15 Minuten im Hinterkopf. Niemals in den 15 Minuten noch machbar. Je mehr, ich sage immer zu meinen Kunden, nach der Arbeit kann man noch ratschen. Ist wirklich so. Natürlich kann ich mich mit euch hinstellen und euch jeden Buchstaben einzeln vorsingen auf meinem Auftrag. Na, auf meinem Durchschlagspapier, das kann ich natürlich machen.
So, dauert dann halt eine Dreiviertelstunde. So, sind dann zusätzlich 3 mal 15 Minuten, was ihr mir zu zahlen habt. Ist so. Haltet es so kurz wie möglich. Ist soweit alles gut gelaufen und der Rechnungsbetrag entspricht dem im besten Fall, was ihr am Telefon ausgemacht habt. Hört euer Diskutieren auf. Bringt nichts, wird nur teuer. Posten, die so nicht besprochen waren oder die sie nicht wünschen, dürfen sie streichen, bla 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 bla. Nein, stimmt überhaupt nicht. Leben ist kein Wunschkonzert, sage ich jetzt mal. Eine Türöffnung ist auch kein Wunschkonzert. Gibt es da irgendwelche Sachen, die zusätzlich angefallen sind, die so nicht ersichtlich waren oder sonst irgendwas? Natürlich sind die absolut rechnungsberechtigt. Brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber reden, wenn ich Werkzeug brauche. Egal, ob der Abzocker oder der Seriöse, der sich gebraucht habe. Ist der Verschleiß oder sonst irgendwas zu zahlen. Es ist einfach so. Wenn ich eine Tür habe, die besonders verzogen war, dauert sie länger, kommt über die 15 Minuten, wird festgehalten. Es ist einfach so. Also man kann sich wirklich über alles streiten oder auch über nichts. Ja, ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Vergleich's mit dem Pizzadienst. Ne? Dann hast du ein bisschen zu viel Käse drauf und sonst irgendwas und sagst, nee, mach mir die Pizza 50 Cent günstiger, weil so viel Käse wollte ich ja gar nicht. Es ist wirklich Quatsch. Außerdem müssen sie nicht bar zahlen. Puh, größter Bullshit ever. Vergesst nicht, ihr seid gerade in einer Lage, und egal wer, egal ob der seriöse Notdienst oder der Abzocker-Notdienst, kommt zu euch rausgefahren, jetzt primär erstmal, um euch wirklich zu helfen, um euch wirklich wieder in die Wohnung zu lassen oder ins Auto zu lassen oder sonst irgendwas. Es gibt ja Autos auch, die geöffnet werden. Und egal, ob ich Abzocker bin oder ob ich seriöser Notdienst bin, ich mache meine Geschäftsbedingungen bitte schön selber. So, und das versteht sich heute als selbstverständlich, dass wenn ich in eine Autowerkstatt fahre, wenn ich heute irgendwo hinfahre oder sonst irgendwas, Reparaturen machen lasse, Handwerker kommen lasse oder sonst irgendwas, dass man das bar bezahlt. Ja? Natürlich gibt es noch die Möglichkeit der Kartenzahlung. Nicht jeder Notdienst hat aber immer ein Kartenlesegerät, muss er auch überhaupt nicht. Das ist so ein zusätzlicher Service, ein Kartenlesegerät dabei haben. Ich habe zum Beispiel eins dabei, da kommt es einmal drauf, weiß ich nicht, dann ist man wirklich in Hintertupfing oder sonst irgendwas, da hat man dann kein Netz oder sonst irgendwas. Also allein die Aussage, außerdem müssen Sie nicht in bar zahlen, ist wirklich Bullshit. Es gibt freilich auch Situationen für euch, das ist nicht möglich. Schwere wirtschaftliche Zeiten haben wir gerade, whatever. Manche sind davor auch schon nicht so gut mit dem Geld gestellt gewesen. Sagt es den Leuten am Telefon. Wenn ihr gerade nicht bar zahlen könnt oder sonst irgendwas, lasst es am Telefon oder sonst irgendwas. Es ist wirklich so, wirklich aus meiner Erfahrung, aus knapp 600 Öffnungen, ich habe in meiner Laufbahn als Schlüsselnotdienst mehr unseriöse Kundschaft erlebt als Abzocker. Es ist wirklich so und es ist nicht lustig. Da kommt man den Leuten entgegen, macht ihnen keinen Stress und sagt, ja, zahlt dann halt auf Rechnung und sonst irgendwas. Und glaubt mir wirklich, Leute, von 10 Rechnungen oder von 10 Zahlungen, wie man sagt, kannst du auf Rechnung machen, zahl innerhalb von einer, zwei, whatever Wochen. Ich habe auch schon Fälle gehabt, da hat man es auf 2 oder 3 Monate das Zahlungsziel gesetzt, weil er wirklich gesagt hat, mir geht gerade so beschissen, wirst über den Tisch gezogen. So, als Dank dafür, dass du mitten in der Nacht oder was auch immer alle stehen und liegen hast lassen, um ihm möglichst schnell zu helfen. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Gerade was den seriösen Notdienst angeht. Klar, Abzocker ist ihm sein Geschäft. Der kann es vielleicht auch mal verkraften, wenn wirklich mal was wegfällt, weil er den anderen 5 davor schon 500, 700, 1500 Euro abgenommen hat. Aber für Notdienste, für seriöse, die irgendwas zwischen 60 und 250 Euro arbeiten, denen tut jede Rechnung weh, die nicht bezahlt wird. Das ist wirklich so und es macht auf Dauer macht es dann auch keinen Spaß. Bei mir war es dann wirklich so, dass man dann auch ein paar Gerichtsvollzieher geschickt hat und pipapo. Und dann gibt es auch wirklich Leute, denen es wirtschaftlich so schlecht geht, dass sie wegen 60 Euro die Hand heben. Ist nicht lustig. Da geht es bei mir nicht dann um den Einzelfall, um die 60 Euro, sondern um die Summe, was ich dann einfach aufzahle. Habt ihr die Möglichkeit? Es machen wirklich, ich kenne genug seriöse Schlüsselnotdienste, große Firmen. Auf Rechnung könnt ihr vergessen. Könnt ihr wirklich vergessen und darf man den Leuten auch nicht nachsprechen, weil es halt wirklich so ist, du läufst deinem Geld hinterher und das ist, seid mir nicht böse, ist eine Schweinerei. Für jemanden, der zu euch fährt, der euch möglichst schnell hilft oder sonst irgendwas, auch braucht man nicht drüber reden, es ist nervig, wenn man einen Schlüsselnotdienst braucht, aber man hat Leute, die dann rausfahren, euch helfen, mal mehr, mal weniger schnell. Muss echt nicht sein, dass die Leute auf ihr Geld warten, muss wirklich nicht sein, gehört sich nicht. Also rein vom Anstand, rein von der Moral gehört sich schon nicht. Ich selber habe auch gerade bestimmt 4 offene Schlüsselnotdienstrechnungen, weil man den Leuten einfach zu wenig Stress machen wollte. Und das sind dann wirklich so Sachen, wenn man dann wieder in der Zeitung liest, gerade wieder für 480 Euro oder was über den Tisch gezogen worden. Manchmal freut man sich dann für die Abzocker, dass sie wenigstens ihr Geld haben. Ist ehrlich, es tut weh, aber es ist so, ich laufe mit meinen 60, 80 oder 100 Euro Rechnungen zum Anwalt. Na, ist nicht schön. Sie können auf eine Rechnung bestehen, stimmt definitiv, aber bitte nicht vor Ort. Wie gesagt, da kommen 2 Sachen zusammen.
Verbraucherschutz, was für den Verbraucher da ist, und die gesetzlichen Regelungen, die jeder Dienstleister, jeder Gewerbetreibende hat, um fortlaufende Rechnungsnummer zum Beispiel zu haben. Ihr bekommt vor Ort immer ein schriftliches Dokument, ist der Auftrag auf diesem oder aufgrund diesem Auftrag wird dann später abgerechnet. Ich mache das so, ich lasse euch einen Durchschlag da oder meistens das Original da, nehme den Durchschlag dann her, um meine Rechnung in Papierform, das ist unabhängig von dem, ob ihr bar bezahlt habt, EC-Karte, PayPal, was auch immer, ihr habt dann noch einen Anspruch auf eine ordentliche Rechnung. Warum? Ganz einfach, hört sich jetzt blöd an. Der Schlüsselnotdienst ist eine haushaltsnahe Dienstleistung. Manche Versicherungen zum Beispiel übernehmen das auch oder sonst irgendwas. Dafür braucht ihr dann einfach auch mal keinen Auftrag, sondern eben eine Rechnung. Die wird dann im Nachgang, natürlich nicht in der Nacht gleich sofort am Computer, aber dann spätestens am nächsten Werktag wird aufgrund von diesem Auftrag dann die Rechnung erstellt und kommt euch per E-Mail postalisch oder whatever auch zu. Fahren Sie auf gar keinen Fall mit dem Monteur zum Geldautomaten. Ja, definitiv stimmt, macht man nicht. Ja, ich habe auch, ich sage jetzt mal ehrliche Kundschaft, soll vorkommen. Die stehen da und sagen, boah, jetzt habe ich nur 60 Euro da oder pipapo oder na, auf Rechnung mag ich nicht oder weil irgendwas mit dem Online-Zugang vom Banking sowieso nicht stimmt und fahr mal schnell zum Geld. Also wirklich die Leute, die total bemüht sind, dass man am besten jetzt gleich sein Geld bekommen hat, die froh sind, dass man schnell da war, die froh sind, dass man nicht bohren hat müssen oder sonst irgendwas. Also das Angebot gibt es halt auch wirklich von den Kunden selber, dass man sagt, wir fahren zum Geldautomaten. Nein, in diesem Fall gehe ich das Risiko ein und lasse es dich sogar auf Rechnung zahlen. Enttäusch mich nicht, wirklich enttäusch mich nicht, aber ich würde nie mit euch zum Geldautomaten fahren. Das sind, ich würde jetzt nicht sagen Mafia-Style. Wichtig ist, ihr seid zurück in der Wohnung, könnt ihr erstmal wirklich aufs Klo gehen oder sonst irgendwas. Jetzt bei den Temperaturen sind auch, wenn man schnell ist, 20 Minuten, 30 Minuten bei minus 8 Grad draußen warten. Es ist nicht witzig. Ne? Seid froh, dass ihr wieder drin seid. Zum Geldautomaten fahren wir auf keinen Fall. Aber schaut auch bitte, dass egal ob ich oder sonst irgendein Schlüsseldienst nicht allzu lange auf sein Geld wartet, zahlt es dem das ganz einfach. So sind wir bei der Nötigung. Ganz, ganz wichtig. Werden Sie unter Druck gesetzt, rufen Sie am besten die Polizei. Droht der Schlüsseldienstmitarbeiter beispielsweise damit, die Tür wieder zu verschließen, handelt es sich um Nötigung. Und das ist strafbar. Zudem ist Ihr Recht, ihn aus Ihrer Wohnung oder vom Grundstück zu verweisen. Deshalb empfehlen die Verbraucherschützer, kommt der Notdienstmitarbeiter Ihrer Aufforderung nicht nach, können ihm strafrechtlich Konsequenzen drohen. Haben Sie den Verdacht, Opfer eines unseriösen Notdienstes geworden zu sein, dann zögern Sie nicht, Ihre örtliche Polizei zu informieren. Schildern Sie den Sachverhalt und erstatten Sie, wenn nötig, Anzeige. Erklärt sich fast von selbst, hat aber auch wieder Stolperstricke. Werden Sie unter Druck gesetzt, rufen Sie am besten die Polizei. Ich vergleiche es jetzt mal mit dem Schmerzreiz oder mit der Schmerzschwelle. Jeder von uns hat eine andere Schmerzschwelle. Für jeden ist Druck was anderes. Klar, wenn du bedroht wirst, ruf die Polizei. Droht der Schlüsseldienstmitarbeiter, die Tür wieder zu schließen, gibt es natürlich zwei Fälle. Jetzt, wenn du dich nicht ausweisen möchtest oder mir deine Legitimation nicht nachweisen möchtest, muss ich natürlich auch sagen, natürlich kontrollieren wir einen Ausweis mit der Wohnanschrift hinten drauf oder was auch immer oder eine Telefonrechnung. Es muss passen zu der Wohnung. Natürlich musst du das nicht gegenüber mir, deinen Ausweis zeigen, dass ich den abschreibe oder sonst irgendwas. Ist dein gutes Recht. Das ist wie wenn du fortgehst und beim Türsteher auch. Das ist dein gutes Recht, aber dann kommst du halt nicht rein. Ganz einfach, ganz abgekürzte Sache. Jetzt, wenn du aber darauf bestehst, dass du trotzdem in die Wohnung kommst, dann kommt sowieso die Polizei, sage ich dir ganz ehrlich. Weil wenn du Faxen machst an der Tür und ich das Gefühl habe, du kommst nicht rein in die Wohnung, dann habe ich schneller die Polizei angerufen wie du. Na? So, nicht richtig ist es, vom Schlüsseldienst natürlich, jetzt ist die Tür offen, pipapo, jetzt möchte der auf einmal viel mehr Geld und gibt sich mit einer Anzahlung nicht zufrieden. Dann gibt es wirklich unseriöse Schlüsseldienste, sagen wir damit, okay, dann mache ich die Tür wieder zu. Nehmen Sie vielleicht sogar noch den Schlüssel ab, schmeißen ihn in die Wohnung und ziehen die Tür zu. Klar, ist Nötigung, ist ein Straftatbestand im schlimmsten Fall und auf jeden Fall ein Fall für die Polizei. Zudem ist es Ihr Recht, ihn aus Ihrer Wohnung oder aus dem Grundstück zu verweisen. In der Wohnung gehen wir von der normalen Öffnung aus, um die es ja geht, nicht um eine Reparatur oder sonst irgendwas. In deiner Wohnung habe ich überhaupt nichts verloren. Überhaupt nichts. Nicht mal über die Schwelle zu gehen. Ich achte da auch selber ganz oft drauf. Also wie gesagt, bei der reinen Öffnung, bei der Reparatur bleibt es sich aus, dass man mal einen Schritt in die Wohnung reinsetzt. Bei der normalen Türöffnung hat der Schlüsseldienst nichts in deiner Wohnung verloren. Egal ob irgendwelche Sachen als Pfand zu nehmen, wenn du nicht zahlen kannst oder sonst irgendwas. Aus der Wohnung verweisen, definitiv. Hat keiner was drin verloren. Ja, wirklich so. Ich habe es rot eingemerkt.
weil vom Grundstück. Vom Grundstück verweisen ist sehr schwierig, also auf der Wohnung, aus der Wohnung definitiv. Jetzt gehen wir von der Wohnung aus, in einem Mehrparteienhaus aus der Wohnung. Du kannst mich jetzt nicht aus dem Treppenhaus verweisen oder sonst irgendwas. Klar, hast du ein Haus, hast du ein eingefriedetes Grundstück. Ich habe dir zum Beispiel die Haustür aufgemacht, ja, dann kannst du mich auch vom Grundstück verweisen. Wenn es wirklich ist, wenn ich dir drohen sollte oder sonst irgendwas, dieser Aufforderung muss ich auch nachkommen, weil sonst gibt es natürlich Ärger. Haben Sie den Verdacht, Opfer eines unseriösen Notdienstes geworden zu sein, zögern Sie nicht, die Polizei zu informieren. An sich richtig. Ich frage mich immer, habe ich mich schon immer gefragt, warum zahle ich 500, 800, 1500, 2000, 3000, ich glaube die höchste Rechnung in Deutschland waren 3100 noch irgendwas Euro, warum die zahle ich die erst und fange dann zum Rumpeln an? In dem Moment, wo schon irgendwas nicht stimmt, verweigere ich die Zahlung, wenn was nicht stimmt, nicht um den anderen Schlüsseldienst, den seriösen Schlüsseldienst zu ärgern oder ihn auszunutzen oder sonst irgendwas, sondern mir zu denken, egal was das kostet, ich lasse den kommen, ich bin drin und die Rechnung zahle ich sowieso nicht. Seid mir nicht böse, solche Kunden sind noch schlimmer wie jeder Abzocker. Seid mir echt nicht böse, es ist so. Ich bin da auf keiner Seite, aber es gibt nichts Schlimmeres, seinen paar Euros nachlaufen zu müssen, obwohl man euch gut geholfen hat. Ich verstehe es nicht, warum man es immer erst zahlt und danach rumholt. Ich verstehe es nicht. Örtliche Polizei informieren. Ja, die arme Polizei ist schon die nächste 500-Euro-Anzeige jetzt wieder, was sie aufnehmen müssen. Vergesst aber auch bitte nicht, und ich glaube, es macht die Polizei nicht selber. Egal, ob ihr mit der Rechnung nicht einverstanden seid oder sonst irgendwas, wie sage ich das jetzt? Informiert das Landratsamt. Ganz, ganz wichtig. Jeder Schlüsseldienst, jeder Schlüsselnotdienst, und da liegt der Überwachungsverordnung nach § 38. Darüber werden wir auch mal ein Video machen. Wie leicht es nämlich eigentlich wäre, vielen Schlüsselnotdiensten, die ihr Unwesen treiben, mal das Wasser abzugraben. Würde eigentlich rucki zucki gehen, wenn man wollen würde, aber man möchte nicht in Deutschland. Aber das ist ein anderes Thema. Klar, mach Anzeige, hoff aufs Beste. Anzeige hilft eigentlich nur im Zivilrecht. Also wie gesagt, alles was unter 500 Euro ist, bei einer einfachen, nochmal zur Erinnerung, bei einer einfachen Öffnung, wo noch kein Werkzeug gebraucht worden ist oder sonst irgendwas, wird sowieso sehr schwer, dass man das weiter nachverfolgt. Das wissen auch die meisten Abzocker, deswegen sind die Abzockrechnungen jetzt eigentlich recht in Anführungsstriche im Vergleich günstig geworden, weil es dann meistens eingestellt wird, weil es nicht mal Tatbestand des Wuchers ist. Ja? Und deswegen knapp unter 500 Euro bleiben. Klar kann man angezeigt werden, Staatsanwaltschaft stellt es aber dann in der